Das ist Bo. Sag das. Spaß. Sehr schön. Herzlich willkommen bei TV of Lost, Episode 44. Wir sind jetzt gerade noch in Österreich auf dem Weg nach München. Wir wollen jetzt aber einmal kurz in die Werkstatt schauen von, in die Werkstatt schauen von Carina Argento, unserer Schmuckdesignerin, die diesen ganzen tollen Schmuck macht, den ihr immer schon so kennt aus den letzten Monaten. Das passiert hier in der Werkstatt und ganz abgelegen hier hinten. Ich fahr doch mal mit. Hallo Carina, ganz spontan. Es ist ja schön, dich ganz zu sehen. Spontan, ja. Mensch, was machst du denn hier? Das ist echt total schön. Arbeiten ab hallo, Bo. Hallo. Hi. Chris. Hi, Chris. Hi. Ja. Hi. Alles gut bei dir? Alles gut. Ja, alles gut. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Alles gut. Ja. Ey, danke, Mann. Danke, Mann. So, aber jetzt eine ernste Sache. Ja. Carina hat mir nämlich gesagt, dass sie einen neuen Anhänger arbeitet. Nachdem so viele Fragen nach Chris Anhänger. Ist hier jetzt die kleinere Version in Arbeit? Warum ist die kleiner? Wäre die andere einfach zu teuer? Und zu viel Aufwand ist. Und ganz vielleicht gibt es dann auch noch einen mit Schwinge dran. Also wie das, das ist sehr geil. So wie das T-Shirt? Das ja, so wie das T-Shirt. Aber da muss ich erst probieren, ob es funktioniert. Das heißt, hier fehlt noch der Schlangenkopf? Das ist noch der Schlangenkopf, genau. Wie wird denn das dann hergestellt? Wird das gestanzt oder gegossen? Oder? Nein, also das wird dann abgeformt. Da gibt es eine Kautschukform. Mhm. Und das zum Beispiel sind dann die kleinen Antagoni, die wir schon haben, in Wachs. Und dieser Wachs, was bringt dann Wachs? Wachs kannst du dann ungefähr, wenn man wollte, um die 100 Stück zusammenkleben auf einen Wachsstock. Schaut dann aus wie ein Baum. Mhm. Die kannst dann alle auf einmal gießen. Aber wie oder negativ. Das wird, ja, aber genau. Wie gieße ich dann jetzt daraus ein Detail? Das heißt, du hast die Wachsformen alle auf den Keil draufkleben. Mhm. Der wird dann in Gips eingegossen. Mhm. Es wird ausgebrannt. Und dann kommt das und dann schmilzt genau. Das Wachs und dann. Das Wachs wird rausgebrannt und da kommt dann das flüssige Silber rein. Das ist hier wie bei der Knopfhoff-Show. So ungefähr. Ja. Das heißt, die werden so gemacht, die werden gegossen. Die werden gegossen, ja. Weil ich sage jetzt mal, wenn man das händisch macht, sitzt man ungefähr 1,5 Stunden dabei. Und hier sehe ich jetzt, hier ist so ein kleiner Wachsbockel, ja, so der muss dann quasi. Den kannst du wegschnippen. Der muss dann sehr weg, schön. So. Und dann ist das Ganze ja. Wie neu. Ganz genau. Bin die Leute ja, danke schön, Carina. Bitte schön. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ja. Auf Wiedersehen. Ich danke schön. Kommt bald wieder. So, auf geht's nach München. I'd love to hate you and I hate to say goodbye. Although it's real, I've been living in a lie. Auf die Gefahr hin, dass diese Folge zu langweilig wird, müssen wir jetzt irgendwas machen. Nur was macht man in einer solchen Situation? Was hat das eigentlich mit diesem in den Arschkacken auf sich? Naja. Schade, ich habe versucht, seinen Dödel zu treffen, aber der ist zu klein. Das wird so eine langweilige Folge, also ich hätte schon längst abgeschaltet. Klar, du könntest an dieser Stelle zum Beispiel einen Schnitt setzen. Das war ein super Schnitt, klar. So, guck mal, machen wir noch einen hier. Alter, Schnitt heißt eine andere Szene reinpacken. Nicht irgendwie, du musst da was dazwischen schneiden. Zum Beispiel hier, jetzt hier. Boah. Nein, warte mal, das sind viel zu viele, Mann. Chill. Night in night, I like big butts and I cannot deny. We need to make the change of yesterday. Hello, my friends. Thank you so much, guys.
oder thank you so much. Ja. Ich hätte jetzt die Kamera Klar, in den coolen MTV-Videos nimmt man jetzt irgendeine Szene zum Beispiel vom Soundcheck und die macht man dann schwarz-weiß. Wir haben Sport gemacht. Warte mal, so Zeitlupe und darunter so Mucke. Klaas, du hast den Endgag vergessen. Endgag bitte jetzt. Alex. Was ist los? Du schon wieder. Ja, ich schon wieder. Was ist los? Ja, nix los. Hast du uns vermisst? Nein. Echt nicht? Nein. Was willst du denn eigentlich? Was? Du musst wohl nicht irgendwie arbeiten. Soundcheck. Ich wollte nur Hallo sagen. Groupies. Irgendwas. Groupies ist eine gute Idee. Verpiss dich. Ich glaube, jetzt hat er das drauf. Jetzt können wir Folge starten.